Meine Damen und Herren, na, wenigstens haben wir ein bisschen Begleitmusik von den Damen und Herren da hinten. Es nützt alles nichts. Es sind wieder Menschen auf der Straße, nicht nur in Dresden, nicht nur in Leipzig, auch wieder in Mecklenburg-Vorpommern. Und das sagt man den Nordlichtern hier ja nach. Es dauert alles ein bisschen länger, aber wenn sie kommen, dann kommen sie mit Macht. Und das hoffe ich insbesondere für den 4. September, dass wir hier ein ganz deutliches Zeichen für die AfD nach ganz Deutschland senden. Ja, meine Damen und Herren, normalerweise verbringe ich mein Leben inzwischen in Brüssel und in Straßburg. Und jetzt werden Sie fragen, was will der aus Brüssel und Straßburg uns hier in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich erzählen? Nun, das ist ganz simpel. Inzwischen wird Politik leider nicht nur in Deutschland für Deutschland gemacht. Sie wird nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern für Mecklenburg-Vorpommern gemacht, sondern sie wird eben leider auch in Brüssel für oder gegen Deutschland, für oder gegen Mecklenburg-Vorpommern gemacht. Ich will Ihnen ein ganz einfaches Beispiel nennen. Ihre Fischfangquoten, die bestimmen Sie nicht mehr selbst hier oben an der Küste. Die bestimmt man in Brüssel und Straßburg für Sie und glaubt dort besser als Sie zu wissen, was für Sie an dieser Stelle richtig wäre. Und genau dafür steht die AfD, dass das aufhört. Dass es aufhört, dass in Brüssel Dinge für Sie entschieden werden und dass Dinge wieder dort entschieden werden, wo die Menschen entscheiden, die es auch betrifft. Und das betrifft eben Sie. Und deshalb haben Sie zu entscheiden, was hier in Mecklenburg-Vorpommern Recht und Ordnung ist. Die AfD ist angetreten, um genau das, was ich eben beschrieben habe, in kurzen Worten zu verändern. Wir wollen Politik bürgernäher machen. Wir wollen, dass Sie wieder mehr zu sagen haben, dass Sie Ihre Stimme eben nicht nur abgeben, sondern dass Ihre Stimme wieder Gewicht hat. Und dass sie vor allem lokal Gewicht hat. Und das bedeutet, dass wir die große Politik verändern müssen, dass wir die Politik in ganz Europa verändern müssen, wenn wir auch hier vor Ort in Mecklenburg-Vorpommern Erfolg haben wollen. Aber meine Damen und Herren, Sie sind am 4. September ein ganz wesentlicher Teil dessen. Denn auch wenn die Politik inzwischen europaweit ihre Kreise zieht und Sie alleine nichts verändern können, so können Sie doch das große Gebäude, was die Damen und Herren in Brüssel aufgebaut haben, ins Wanken bringen. Ja, meine Damen und Herren, Sie sind nicht alleine und Sie können genau das befeuern, was derzeit in ganz Europa passiert. Sie können mit daran arbeiten, dass wir Entwicklungen erleben, wie sie die FPÖ in Österreich bei der Bundespräsidentenwahl zum Beispiel in ganz Europa vorangetrieben hat. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben hier das Zeug dazu, beizutragen, die AfD zur stärksten Kraft in einem Bundesland erstmals zu machen und damit ein kraftvolles Signal auszusenden, nicht nur nach ganz Deutschland, sondern europaweit, und zu zeigen, dass Deutschland eben nicht schläft, sondern dass es auch hier eine starke patriotische, eine starke deutsche Partei gibt, die die Interessen der Bürger wieder ernst nimmt. Meine Damen und Herren, Sie erleben insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern seit Jahrzehnten inzwischen sozialistische Politik. Nein, die hat 1990 nicht aufgehört. Und Sie wissen, das brauche ich Ihnen nicht zu erklären, was das am Ende für soziale Erfolge so mit sich bringt. Und ich kann Ihnen aus Nordrhein-Westfalen berichten, Sie werden noch ganz andere Erfahrungen machen, wenn die Zuwanderungs- und Einwanderungspolitik in Deutschland in den nächsten Jahren so weitergeht, wie wir sie derzeit betreiben. Aber werden wir konkret. Meine Damen und Herren, wir haben gerade die Erhöhung des Mindestlohns in Deutschland durchgesetzt. 34 Cent gibt es in Zukunft mehr. Was heißt das konkret? 8,84 Euro Mindestlohn. Nun, das heißt zunächst einmal, dass jeder Arbeitgeber
der einen Arbeitnehmer zum Mindestlohn einstellt, über 10,50 Euro Kosten hat. Und wissen Sie, was am Ende netto übrig bleibt? Keine 6 Euro. Keine 6 Euro, meine Damen und Herren, von einem Mindestlohn, dem man 8,84 Euro schimpft. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, dass die Staatsquote für jeden Mindestlohnempfänger, also die Quote, die am Ende an den Staat geht, bei deutlich über 40% liegt, meine Damen und Herren. Das ist Sozialismus. Beim Mindestlohnempfänger, meine Damen und Herren. Und das muss in Deutschland aufhören. Diese ständige Umverteilung durch Hineingreifen in die Tasche des kleinen Mannes. Die Lebenslüge der Sozialisten in Deutschland und überall auf der Welt lautet doch: Wir brauchen die hohe Staatsquote. Wir müssen hineingreifen in die Tasche des kleinen Mannes, um am Ende den kleinen Mann zu finanzieren, um ihn zu unterstützen. Ja, meine Damen und Herren, es ist eine Lüge. Denn von den über 40%, die beim Mindestlohnempfänger abgezogen werden, landet nicht die Hälfte am Ende wieder in dessen Taschen, sondern finanziert wird damit eine Willkommenskultur, eine Zuwanderungspolitik, eine Industriepolitik, die sich gegen die Interessen der Bürger wendet, die sich aber insbesondere gegen die Interessen der Bürger wendet, die mit kleinem Geld, mit kleinen Einkommen über die Runden kommen müssen und die heute nicht wissen, wie sie morgen ihre Familie, sei sie auch nur mittelgroß, überhaupt von eigenem Einkommen ernähren können. Meine Damen und Herren, das muss aufhören. Dieser Staat muss aufhören. Dieser Staat muss aufhören, in die Tasche des kleinen Mannes zu greifen und ihn damit überhaupt erst in die Lage zu versetzen, ihn überhaupt erst zu einem Sozialfall zu machen. Das muss in Deutschland aufhören, meine Damen und Herren. Dafür steht die AfD auch hier in Mecklenburg-Vorpommern. Meine Damen und Herren, Sie haben die Wahl zwischen vielen sozialistischen Parteien. Die nennen sich SPD, die nennen sich Linke, die nennen sich CDU, die sind auch alle ungefähr gleich stark. Ich hoffe sehr, dass die AfD ein entsprechendes Gegengewicht gegen diese Parteien bildet. Und meine Damen und Herren, ich hoffe sehr, dass bei der Konkurrenz dieser drei sozialistischen Parteien sich die AfD mit möglichst vielen Direktmandaten hier in Mecklenburg-Vorpommern wird durchsetzen können. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Schrecken vieler, als in Sachsen-Anhalt rund ein Drittel der Direktmandate an die AfD ging. Ich hoffe, dass Sie das hier in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur wiederholen, sondern toppen können. Sie haben ja eben schon zwei Direktkandidaten gesehen. Sie werden im Laufe dieser Veranstaltung noch einige mehr sehen. Ich hoffe, dass Sie sie alle unterstützen werden, dafür sorgen werden, dass die AfD mit möglichst vielen Direktmandaten einzieht. Und ich hoffe vor allem eins, heute am 20. Juli 2016, 72 Jahre nach dem 20. Juli 1944, kurz nach Mitternacht am morgigen Tage, am 21. Juli also, starb Klaus Graf Schenk von Stauffenberg mit den Worten auf den Lippen: Es lebe das heilige Deutschland. Dieser Ausspruch könnte sehr gut auch ein Wahlspruch der Alternative für Deutschland sein. Und zwar deshalb, weil wir wohl feststellen müssen, dass er geirrt hat. Denn von diesem heiligen Deutschland ist nichts mehr übrig. Was wir haben, ist ein scheinheiliges Deutschland, meine Damen und Herren. Und ich hoffe, dass wir mit unseren Direktkandidaten in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch mit unseren Spitzenkandidaten, die Nummern 1 bis 4, habe ich zumindest alle hier schon gesehen von der Liste, mit unserem Spitzenkandidaten live Erik Holm einen engagierten Wahlkampf sehen werden.
und dass wir den etablierten Parteien auch in Mecklenburg-Vorpommern das Fürchten lehren, damit ein deutliches Signal setzen. Und ja, meine Damen und Herren von der Küste, auch wenn man Ihnen nachsagt, dass Sie etwas langsam sind, zeigen Sie es den etablierten Parteien, zeigen Sie es den etablierten Parteien in ganz Deutschland, dass es eine Alternative für Deutschland gibt. Herzlichen Dank.